Ja, liebe Mitglieder des TVFÜD 1860, natürlich sind wir froh über die schrittweise Öffnung, die es uns auch ermöglicht, wieder im Freien Sport auszuüben. Leider bedeuten die Lockerungen aber noch keinen Übergang zu einem Sport- und Trainingsbetrieb, wie wir ihn kennen. Lediglich die Ausübung von Individualsportarten wie Golf, Tennis, Laufen, Radfahren, Kanufahren und Pétanque sind wieder möglich, allerdings unter Berücksichtigung der allgemeinen Regeln. Mannschaftsbezogene Sportarten, die einen Körperkontakt nicht ausschließen lassen, wie Fußball, Volleyball, Basketball und so weiter, können derzeit nicht ausgeführt werden. Möglich ist aber ein kontaktloses Training in Form von zum Beispiel Taktik, Technik oder Konditionstraining. Zu beachten ist, dass dieses nur im Freien und nur in Vierergruppen plus einem Übungsleiter stattfinden darf. Die Distanzregeln sind zu wahren. Die 10 Leitplanken des DOSB sind ebenfalls zu beachten. Es ist mir wichtig, an dieser Stelle nochmal darauf hinzuweisen, dass der Gesundheitsschutz nach wie vor an oberster Stelle steht und alle neuen Erleichterungen begleitet. Daher müssen wir alles tun, um die Ansteckungsrisiken zu minimieren, um Ansteckungen zu vermeiden. Das Training in Kleingruppen ist daher notwendig, um Infektionsketten im Fall eines nachgewiesenen Kontakts nachvollziehen zu können. Bitte verhaltet euch diszipliniert, damit wir keiner verordneten Einschränkung seitens der Behörden unterliegen. Nun ein paar Worte zur praktischen Umsetzung. Wir wollen es allen Abteilungen ermöglichen, Sport auf der Anlage auszuüben. Das ist bei 24 Abteilungen eine riesige Herausforderung. Die Hauptgeschäftsstelle mit Annette Raschdorf und Pierre Brecht ist dabei, einen entsprechenden Plan zu erstellen, der unser großes Gelände optimal nutzt. Diejenigen Abteilungen, die sich anmelden, erhalten Flächen zugewiesen, die als Trainingsfläche zur Verfügung stehen werden. Nähere Informationen erhaltet ihr zeitnah von euren Abteilungsleitern und Übungsleitern. Nur noch ein paar allgemeine Hinweise. Die 4. Durchführungsverordnung des Infektionsschutzgesetzes in Bayern sieht vor, dass generell Umkleidekabinen und Nassräume geschlossen bleiben. Eine detaillierte Auslegung der Verordnung für den Sport in Bayern ist noch in Arbeit. Wir stehen in engem Kontakt mit dem Bayerischen Landessportverbandpräsidenten Jörg Ammon und auch mit den Fachverbänden, um die bestmögliche Umsetzung der Durchführungsverordnung für den TVFÜD 1860 zu erreichen. Im Falle sich ergebender Änderungen werden wir umgehend reagieren und euch informieren. In vielen Sportarten wird das leider noch weit entfernt vom spezifischen Training sein, vom Wettkampf ganz zu schweigen. Damit müssen wir leider noch eine Zeit lang leben. Zum Schluss noch ein Hinweis auf unser digitales Angebot. Für diejenigen, die noch nicht zum Vereinssport kommen können, steht weiterhin ein Online- und Videoangebot zur Verfügung. Diese erreicht ihr über unsere Homepage und die eingeblendeten Kanäle. Es ist für uns alle im Vorstand, in der Geschäftsstelle und in den Abteilungen eine große Herausforderung, die wir gemeinsam meistern müssen. Bitte unterstützt uns weiterhin mit eurem Verständnis und eurem Engagement. Vielen Dank und viele Grüße. Euer Stefan Konrad.